Ja, ganz klar, 800 Meter vom Ziel muss ich laufen. Zug warten. So, Freunde, Tag 5 war das, glaube ich, jetzt. Ich bin am nächsten Ort angekommen, 130 Kilometer etwa gefahren. Und wo ich jetzt hier bin? Ja, im schönen Emsland. Genauer gesagt, im südlichen Emsland. Okay, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber es wird schon passen. Passt. Schaut einfach auf der Karte nach. Was haben wir denn für heute geplant? Heute, ich hatte gedacht, einen Tafelspitz und daraus ein Wrap basteln. Oh, geil. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und abends wollten wir noch Pizza machen. Okay, ich habe ja hier schon gesehen, es ist ein bisschen mehr als bei anderen. Was ist hier um mich rum? Ja, wir sind hier auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und Milchviehhaltung hauptsächlich. Und hobbymäßig bin ich mit Wagyus angefangen. Allerdings keine reinrassigen, sondern Wagyu-Kreuzungen. Mhm. Und die können wir uns nachher auch mal eben angucken. Geile Sache. Also haben wir für Tag 5 auch wieder ein geiles Video. Wollen wir es hoffen. Jo. Kriegen wir hin. Ah, yam yam. Da habe ich die Spielecke entdeckt. Die schauen wir uns doch gleich mal an hier. Ja, schöner Smoker. Ja, Eigenbau. Eigenbau? Eigenbau, das war sozusagen der Prototyp. Okay. Mit meinem Bruder zusammen. Ja, Thermometer stimmt jetzt nicht, 200 Grad. Ja. Der wurde Wochenende benutzt und leider ja, hat das Thermometer das kommt vor. Nicht überlebt. Was haben wir hier für einen? Ja, ein Outdoor-Chef? Beilagengrill. Ein Beilagengrill ist im Moment außer Betrieb, weil der Rost oder der Zahn der Zeit, auch jetzt schon seit nicht mal 4 Jahren, ist sozusagen unten komplett die ganze Wanne durchgerostet. Und Altertumserscheinungen? Das sind einfach Schnellrosterbleche und nicht zu vergleichen mit hochpreisigen Grills. Aber richtig schön hier drin. Ja, man kann es hier aushalten. Jo. Hier haben wir noch einen wunderschönen Monolith. Ja, oh, er hat den Buggy. Ja, der Buggy ist aber modifiziert worden vom Vorbesitzer. Also okay. Gebraucht gekriegt. Da wurden die Bretter ausgetauscht und wurde Pulver beschichtet. Mhm. Oh, der ist doch Edelstahl. Ja. Also das macht man normal nicht, Pulver beschichten. Ja, er hat selber aus dem Edelstahlbereich, er hat die Scharniere getauscht. Die Originalen konnten, glaube ich, bis 25, der kann jetzt bis 50 Kilo tragen. Aber das ist halt was ganz was anderes als bei mir, mein Tischle. Ja. Also besser gefallen tät mir der Buggy. Er ist auf jeden Fall auf diesem Untergrund. Mhm. Sehr gut. Hier hinten haben wir auch noch eine modifizierte Weberkugel. Modifiziert ist er nicht. Also ja gut, das Thermometer. Doch, das Thermometer. Ja, das war eine kleine Spielerei. Also das war einer von den günstigeren, aber... Er ist auch schon über 10 Jahre alt. Funktioniert damals mit Sicherheit genauso wie meiner. Genau. One Touch Silver nannte er sich zu seiner Zeit. Aber... Ja, Leute, und jetzt kriege ich erstmal ein Käffchen, Edge Philipp, und wir unterhalten uns jetzt eine Weile, ein bisschen, und später sehen wir uns wieder. Fast später. Hier steht noch was richtig Geiles. Da hat er gerade mir angedroht, dass ich heute Abend Pizza bekomme. Oh, wie geil. Ja, ein Lehmbackofen nennt sich das. Ja. Also ist ein Lehmgewölbe drin. Mhm. Unten sind Steine und erst wird das Feuer darin gemacht, ja, wie man es kennt, auch von Edelstahlgeschichten. Und die Kohle wird nachher nach hinten geräumt, das Feuer brennt weiter und geil. Die reinste Pizzamaschine. Wow. Ja, die werden wir ja dann heute Abend im Einsatz sehen. Was denn da? Lemmy, Lemmy, komm her. Na du? Ja, oh. Oh, das klappt ja. Ohne zu knurren. Ja, ja. Macht er nicht bei dir. Kann auch anders. Also, schöne Sachen stehen hier schon rum, ja. Ich bin gefragt worden, ob ich mich traue. Na, natürlich traue ich mich. Zu den Viechern hin. Schauen wir sie mal von nah an. Einer schläft noch. Ja, erzähl mir doch mal. Ja, wie gesagt, das sind unsere Wagyus, unsere Kreuzungen. Hier unten, das ist unsere Mutterkuh sozusagen. Der große ist von ihr und der in der Mitte steht, ist von ihr. Das ist das erste Kalb gewesen, das war das zweite Kalb. Das kleine, wie alt ist das jetzt? Das ist jetzt 4 Monate alt, ist jetzt, steht neben der Mutter. Die Mutter ist allerdings jetzt kein Wagyu gewesen, sondern ein Flecki-Kreuzung.
genauso wie der andere mit dem weißen Kopf ist auch ein Flecki-Kreuzung. Mhm. Die anderen sind alle mindestens 50% Wagyu, beziehungsweise er außen und er in der Mitte ist 75% Wagyu mittlerweile. Also schon die zweite Generation. Okay. Ja. Aber halt viele Fliegen. Viele Fliegen, das ist im Moment in diesem Sommer ein Riesenproblem dafür. Aber ich denke, das ist normal bei ihm. Sobald es wieder regnet, ist es wieder besser. Und wie gesagt, im Stall hätten sie das Problem nicht, aber sie sollen ja draußen laufen. Also das kenne ich bei uns in Bayern anders. Mit den Fliegen. Mit den Fliegen, ja. Also auch im Stall. Ja. Ja gut, Leute, dann schauen wir mal weiter. Ja, Leute, und ja, aus solchen Höfen kommt zum Beispiel eure Milch. So einen netten, schönen Dekadett mit einem 2 Liter 16V habe ich hier auch gefunden. Aber Leute, das Ding steht leider auch schon sehr, sehr lange. Leute, traumhaft hier. Autoschrauben, Rinderzucht, Hühner laufen rum. Also alles, was man braucht. Schöner Dekadett noch. Oder er wird vielleicht mal wieder schön werden. Der Käfer, wann hast du das letzte Mal dran geschraubt? Letzte Woche. Letzte Woche, also? Ist in Arbeit. Da können wir drauf warten, dass da vielleicht mal was in Facebook kommt an Fotos. Ja, eventuell. Schauen wir mal. Laufenten. Also jetzt kriegt er mal noch richtig was. Alpakas. Richtig. Lucy und Tequila. Helle ist Tequila. Ja? Ja, kommen sie schon. Ja, kein Fressen dabei. Hm. Ja, jo. Lassen die sich streicheln? Ja, streicheln mögen die nicht ganz so gern. Wenn man Futter in der Hand hat, geht's. Okay. Aber sonst streicheln. Jo, dann weil die untereinander auch nicht so den Kontakt haben. Also auch dann keine Fellpflege oder sonst was mögen die anpacken. Erstmal nicht so gerne. Aber man kann es denen beibringen. Ja, hier so in Reihe und Glied werden die Jungtiere immer größer. Und hier ist noch so ein kleiner Taubenschreck. Sehr interessant, was man so alles lernt, wenn man mal Leute besucht. Das ist so ein Dohlenschreck, Krähenschreck, wo unregelmäßig halt dann diese Warnlaute von den Viechern wiedergibt und es scheint dadurch tatsächlich hier Ruhe eingekehrt zu sein. Ja, jetzt habt ihr es gehört, auch noch. Auf die Weide darf das Milchvieh natürlich auch. Wie viel in etwa habt ihr insgesamt? Das sind jetzt gute 60, 65 Tiere, die bei uns Milch geben. Okay. Und gesamt an Vieh? Gesamttiere sind es 180. 180, Leute. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und das ist mittlerweile dann ein kleiner Betrieb schon. Jetzt bin ich bald schon, wie lange bin ich schon da? Eine Stunde, zwei? Irgendwie sowas, auf alle Fälle schon eine geile Führung eben gehabt. Ihr habt es ja schon gesehen. Und jetzt ist mir gerade was eingefallen und sofort aufgesprungen. Er musste mitgehen. Und jetzt gehen wir schnell zum Auto. Natürlich auch für dich. Die schöne Tasse. Ja. Herzlichen Dank. Bitteschön. Die wird in Ehren gehalten. Wunderbar. Oder gleich noch eingeweiht. Ja, das war's. Und jetzt gehen wir wieder vor. Dann haben wir hier herin gleich einmal was für die Bastelfreaks unter euch. Geheizt. Jo, selber gebasteltes Sous-Vide-Gerät. Aquariumpumpe drin, einfach so ein Tauchsieder. Und ja, in der Kühlbox. Und das scheint mal richtig gut zu funktionieren. Fragt mich jetzt bitte nicht, wie das gebaut wurde. Gibt es da irgendwo Anleitungen? Ja. Nein. Also, das war jetzt nur als Anreiz gedacht, überfalzen jetzt nicht mit 100.000 Millionen Mails, bastelt es wenn dann selber. Leute, ich bin ja so traurig, weil es hier so schön ist und bei mir daheim nicht.
Ja, mitunter aber auch. Zwiebeln. Ich habe Zwiebeln geschnitten. Mhm. Also nicht, dass es heißt, ich würde hier auf der Tour gar nichts machen. Michael ist fleißig. So Leute, für die Raps haben wir eigentlich schon gesagt, dass es heute Raps gibt. Am Anfang glaube ich schon. Ja gut. Wird Pfanne heiß gemacht und da werden jetzt dann ein paar Pilze und die Zwiebeln angeschmort. Schön mit Butter, ganz klar. Und ja, schauen wir mal. Ja, ruckzuck schmoren die Pilze. Aber Leute, ich denke, ihr wisst selber, wie man Pilze anschmort. Deswegen halten wir uns hier jetzt ein bisschen zurück, um vielleicht noch ein bisschen anderes Videomaterial mit reinzubringen. Weil es soll ja heute auch noch Pizza geben. Den habt ihr ja schon gesehen, aber nebendran hat er mir gerade verraten oder gesagt, soll ich mal hintergucken und siehe da, ja, er hat sogar Bienenstöcke. Also einen großen, zwei kleine da hinten. Mhm. Was es nicht alles gibt hier. Gewürz wird natürlich auch. Ganz simpel, Salz und Pfeffer. Da liegt schon das Fleisch für die Wraps. Was hast denn du da an Grünzeug drauf? Das ist Salbei. Frisch aus dem Garten, zusammen mit ein bisschen Butter. Okay. Im Vakuum liegen gehabt. Wie hast du jetzt weiter vor? Jetzt kommen die schön auf den Monolith. Grillrost ist unten drin, scharf anbraten. Okay. Schöne Kruste verpassen und dann sind sie schon fertig. Dass man dich auch mal wieder sieht. Mich? Ach. Ja. Ich bin unwichtig. Muss sein. Ja, die Zwiebeln sind natürlich auch mittlerweile fertig. Ja, dann warten wir es ab. Lass mal. Jo. Das Geräusch ist schon mal gut. Jetzt die Seite. Sous-vide, wie viel Grad waren das? Das war jetzt auf 54 Grad. 54 Grad. Gut, angrillen. Umdrehen nachher noch. Ja, und dann können wir auch, glaube ich, bald die Wraps basteln. Oh, was offen. Also das Ganze zuckt natürlich durch das Fett. Haben wir natürlich auch ein bisschen Flammenschlag, aber von der Flamme geküsst. Jam. Klar. Baut er jetzt noch den Grill auf indirekten Bereich um. Ja, wir wollen ja schließlich keine Kohle-Wraps nachher haben. Ja, der Thomas lernt hier auch gerade das Leid der Blogger kennen. Er muss jedes Mal auf mich warten, bis ich die Cam draußen habe. Zeit zu nix. Ja. Aber notfalls essen wir es allein. Und? Oh, sieht super aus. Ja, und mit was machen wir unsere Wraps nachher? Mit geiler Dolly Sauce. Und Leute, ihr wisst's ja, probierle. Ist sehr gut. Ohne was dran. Also kein Salz. Ohne irgendwas drauf. Geil. Dann gucken wir mal beim Wrap-Basteln zu. Etwas Dolly-Sauce. Natürlich ganz klar was von dem guten Wagyu. Ja, ein kleines hinterher. So. Zwiebelchen. Und Pilze. Leute, ich sehe mich schon wieder hier. Sonst noch Wünsche? Irgendwo auf der Waage. Nee, also sieht mal hervorragend aus. Aha, du hast es anscheinend auch schon öfters gemacht. Wie man sieht, nicht. Eigentlich schon. Also ich finde es super. So, dann machen wir noch mal ein paar fertig. Ja. Dann kommen sie noch mal auf den Grill. Und dann gucken wir, ob es schmeckt. Gut. Also nach Wunsch wird hier ein Wrap nach dem anderen zusammengebaut. Fertig? Nein, Salat. Also du machst das wirklich gut?
Ihr könnt stolz auf euren Dad sein. Schleimer. So, und unsere sind, glaube ich, soweit. Jo, da hinten sind die ersten zwei. Ich würde sagen, die sind gut. Teller stehen. Wunderbar. Tada! Wagyu Wraps. Ja, mit Dolly Sauce. Ab in Hals. Ich sehe jetzt absolut nicht, was sich hier auf dem Display abspielt. Also ich hoffe, ich bin nochmal hier drauf und guten Appetit. Mhm. Mhm. Also ich glaube, wenn ich heimkomme, mein Schatz stellt mich wirklich auf die Waage. Also hervorragend lecker wieder. Ich fühle mich hier echt wie im Schlaraffenland. Na, hier brennt schon ein Feuerchen. Zumindest ist es am Anfeuern. Jo, jetzt kann man auch mal hier ganz kurz reingucken. Naja, jetzt sieht man nicht mehr viel. Wird gleich wieder besser. Erst qualmt's gewaltig. Jo. Wie lange heizst du den Ofen vor? 2 Stunden. 2 Stunden? Ja, 2 Stunden, solange das Feuer nachlegen, dass das immer schön am Brennen bleibt. Und zum Schluss ziemlich runterbrennen lassen, dann wird die Kohle nach hinten geschoben. Alles? Alles, was an Kohle da ist, kommt komplett nach hinten. Mhm. Dann kommen da 2 von diesen Steinen davor als Abschirmung, ja, dass die Hitze nicht direkt an die Pizza kommt. Mhm. Und dann wird laufend hinter die Steine auf die Glut Holz nachgelegt. Okay. Gut, dann warten wir es jetzt mal ab. Das habe ich vorher noch gar nicht richtig kapiert. Der Kamin ist hier vorne, der Abzug. Okay. Sehr interessant. Willst du bei mir vorbeikommen und auch so einbauen? Ach, ich glaube nicht. Oh, schade. Ist ja nett. Ein Kälbchen wie in der Hundehütte. Ich bin gerade noch mal auf dem Gelände unterwegs, so im andere Eck, ich glaube, Gemüse holen. Ja, und sowas nennt man kleinen Viehtrieb. Jetzt habe ich doch glatt vergessen zu filmen, das Gewächshaus, aber ja, ihr wisst ja, wie so ein Gewächshaus aussieht. Leute, schaut hinter mich, also das ist die reinste Parkanlage hier. Also, ich bin sprachlos. Ah, hier kommen wir wieder zu dem Feld, wo die Wagyu-Rinder, habe ich das richtig gesagt? Ja. Stehen. Ja, selbst vor diesem Häuschen. Es ist Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. Ich glaube, hier könnte man fast stundenlang rumlaufen und tät alle 5 Minuten was anderes entdecken. Ja, und da hinten geht es dann wieder ums Haus rum. Aber da war ich auch noch nicht. Hoffe ich bloß, dass ich durch die Schlenderei hier habe den Ofen nicht ausgehen lassen. Nein, ich komme gerade richtig zum Nachlegen. So, da habe ich nämlich den Auftrag bekommen, dass ich das machen soll. Da legen wir jetzt hier... Ja, Schubkarre steht da wie zu Hause. Ich sage ja immer wieder, es ist irgendwie immer wie zu Hause. Irgendwas erinnert mich immer an zu Hause. Oh, ja, einen können wir noch drauflegen. Wir müssen eben bloß aufpassen, dass man nicht zu viel neilegt, dass es nicht zu hoch feuert, weil das ist ja ein Lehmbau. Oh, jetzt. Ja, gut. Dann schaue ich mal hinten um das Eck rum, wo ich vorher gesagt habe, da war ich noch nicht. Also für ein Gefühl zu kriegen, wo ich gerade bin, da drüben ist die Hütte. Und selbst auf der Seite hier. Leute, ihr dürft ja definitiv auch nicht diese lange Dürre jetzt, Trockenheit, was wir gehabt haben, vergessen. Aber ich bin echt immer noch geflasht hier. Selbst in diesen Eckende, kann man schon sagen. Mhm.
Das ist ja fast schon hier ein Naturparadies. Ja. Gut, dann warten wir, bis der Chef des Hauses mit dem Stallarbeiten fertig ist. Klar, das muss weitergehen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, okay. Was ich euch noch vorenthalten habe, das zeige ich euch jetzt noch ganz kurz. Also, runtergehen tun wir nicht. Aber auch geil. Da unten rechts haben sie noch einen kleinen Weinkeller rein. Auch schön gemauert mit diesen Klinkersteinen. Wow. Es geht jetzt noch weiter. Ich fahre mit der Chefin des Hauses schnell irgendwo rüber zu ihren Eltern, zu ihren Pferden. Ja, da gibt's keine Ahnung, wie es da weitergeht. Ja, sozusagen mal die Pferde aufgeräumt. Der große und der kleine. Ja, du? Ja. Hm? Na, die mag das nicht so ganz am Kopf, aber sonst ist es das liebste Pony der Welt. Also das ist ein Pony. Das ist ein Pony, ja. Okay. Was ich mit der schon alles gemacht und erlebt habe, das ist... Wahnsinn, also okay. Ist mit mir auch unfreiwillig im Winter in der Ems schwimmen gegangen. Meine Mutter musste dann bei Glatteis mich und das Pony wieder abholen. Thomas ist wieder da. Und es wird jetzt einfach alles nach hinten geschoben. Habe ich das richtig gemacht? Hast du das so vorgestellt? Halt mal Hand rein. Wenn du länger als 3 Sekunden schaffst, war es richtig. Weiter. Nee, weiter lang ich da nicht rein. Nein, passt, sieht gut aus. Sieht man auch wieder. Ja, noch 2 Steine davor gelegt und hinten noch 2 Holzklötzle reingeschmissen. Teig, der nicht klebt, wurde gerade gesagt. Ja. Hier macht natürlich auch die Chefin den Pizzateig. Ja, Dirk, so funktioniert das. Viel besser, da braucht man keinen Teller nehmen zum Pizzateig ausstechen. Du hast es aber auch schon öfters gemacht. Ja, wir machen wohl öfter Pizza. Also Leute, nicht so wie bei mir. Es funktioniert tatsächlich, dass man so einen Pizzateig ausrollt. Ich nehme an, das waren mal die Tomaten, wo wir heute geholt haben. Ja. Das sind sie. Du hast da jetzt Weizengrieß unten drunter? Ja. Okay, muss klebt ich jetzt weniger als Mehl. Muss ich jetzt doch mal machen. Dann schauen wir jetzt bei einer Pizza zu. Und ja, die anderen werden dann ähnlich oder gleich aufgebaut werden. Ist ja ganz klar, Pizza ist Pizza. Manches ist halt leckerer als die andere. Ich hol ihm die Pizza. Ja, die du dir gerettet hast. Mal eine Pizza mit wirklich wenig Belag. Also ganz anders wie bei mir. Ja. Ja, und dann schauen wir doch mal. Bisschen zoomen. Musst du die jetzt einmal drehen oder so hier drin? Doch, eventuell, das muss man gleich mal eben sehen. Okay. Als der Stein da hinten schon geworden ist. Also ich gehe jetzt mal mit der Cam weiter weg. Ja, nicht das. Weil die wird etwas warm, merke ich schon. Aber die Pizza wird schon. Rucki zucki. Oha, da kommt einfach die nächste Pizza dazu.
Platz genug ist, ja. Wow. Also wenn man sie jetzt vergleicht, die eine noch ziemlich platt, die andere ist schon schön aufgegangen. Uha. Zwischenstand, aber ein bisschen darf es noch. Jetzt dürfte es soweit sein. Tja, Leute. Ach, Moment. Ja, so sieht eine fertige Pizza hier aus dem Holzbackofen aus. Dann wünsche ich mal guten Appetit. Also Leute, jetzt kriegen natürlich erst die Kinder hier ihre Pizza und dann, ja, irgendwann werden die Erwachsenen abgefüttert. Wie funktioniert das hier? Man nimmt sich einen Teller und wartet. Wartet, bis man was abkriegt. Leute, Leute. Sieht sie nicht lecker jetzt schon aus? Ja gut, man kann noch nicht viel erkennen, aber wartet's mal ab. So, Pizza. Voilà. Dankeschön. Oh, geil. Tja, Freunde, dadurch, dass hier die Pizzas wie am Fliesenband durchlaufen, das ist schon richtig geil, habe ich eine ganze Pizza für mich alleine. Na, dann wollen wir mal. Lecker! Danke! Lecker, selbstgemachte Soße, selber gemachter Boden. Was will man mehr? Geil! So, Freunde, wir sitzen hier und ratschen und ratschen und ratschen und dabei habe ich noch gar kein Fazit gesprochen. Also ich muss sagen, hier wieder brutal geil. Also, ihr habt es ja mittlerweile selber gesehen, ich bin hier aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Gigantisch. Mein Gastgeber, der Thomas. Also, vielen Dank, dass ich heute habe herkommen dürfen. Dame für. Ja. Schön, dass du da warst. Ja, morgen früh werde ich weiterfahren. Da geht es dann Richtung Leer. Und ja, da werden wir uns auf alle Fälle wiedersehen. Essen hier erste Sahne. Erst diese Wraps mit dem Wagyu. Tafelspitz. Tafelspitz. Gigantisch geil. Also, ja gut, Wagyu habe ich nicht daheim, aber Tafelspitz habe ich daheim. Black Angus werde ich dann doch vielleicht auch einmal so wie vorgaren und dann auch auf dem Grill draufhauen. Werde ich auf alle Fälle mal machen. Ja, und die Pizza. Der Pizzaofen auch. Hey, geil. Ja, okay. Das war's dann mit Tag 5. Wir sehen uns dann Tag 6 wieder. Leute, wir sehen uns. Ciao. Macht's gut.